Herzlich willkommen zum ersten Video-Update des US-Option Traders. Mein Name ist Claudia Jankiewicz und ich bin die Chefredakteurin des US-Option Traders. Zukünftig möchte ich Ihnen jede Woche am Freitag auf diesem Weg einen Überblick über die vergangene Woche geben und Aussichten auf die Marktentwicklung der kommenden Woche zeigen. Als erstes möchte ich Ihnen den Bullish Percent Index der NYSE zeigen. Der Bullish Percent Index zeigt an, wie viele Aktien in dem Index ein Point-and-Figure-Kaufsignal haben. Derzeit steht der BPI, der NYSE, bei 75,29. Das bedeutet, dass über 75% der Aktien in der NYSE ein Point-and-Figure-Kaufsignal aufzeigen. Das ist bereits ein sehr hoher Stand. Der letzte Höchststand war hier im Jahre 2009 im September bei 84%. Und alle Werte, die über 70 sind, gelten als überkauft. Das heißt, der Markt ist dann schon ziemlich überhitzt und man muss dann damit rechnen, dass hier Gewinnmitnahmen stattfinden oder aber eben auch eine Trendwende stattfindet. Wir haben hier an dem Beispiel von der NYSE sehen wir, dass wenn wir so einen Höchststand hatten, es zu einer relativen starken Korrektur kommen kann und es sehr stark nach unten geht. Das letzte Mal hatten wir hier von 2009 im September bis runter dann in 2010. Im Februar ging es sehr stark runter, eine Erholung, März in April rein und danach ging es wieder sehr stark hinab. Wenn wir uns daran erinnern, letztes Jahr 2011 hatten wir einen ähnlich hohen Stand. Da waren wir bei 80 und 78 im März und danach hatten wir eine Korrektur, eine leichte Erholung. Es bildete sich hier eine Base Resistance aus und wir alle erinnern uns noch, es ging dann abwärts, spätestens dann im Sommer ging es sehr stark nach unten. Jede Erholung hat natürlich auch seine Chance, von daher, wir sehen im Oktober letzten Jahres, das A steht für den Oktober, danach ging es wieder kräftig nach oben. Derzeit also haben wir einen überkauften Markt, das heißt für uns generell Long-Positionen oder für uns mit den Optionen Call-Positionen müssen wir ganz selektiert aussuchen und Gewinne gut mit Stop-Loss absichern. Schauen wir uns einmal den BPI von dem S&P 500 an. Hier haben wir ein ähnliches Bild. Höchststand war bei 88 in den Jahren 2009 und im Februar 2011. Wir sind derzeit fast wieder an einem derart hohen Bereich. Es sind nur noch ein paar Punkte. Derzeit BPI für den S&P 500 sind wir bei 83,40%. Dasselbe Bild sehen wir beim Dow Jones. Hier haben wir sogar im Februar das Top erreicht, was bereits im Jahre 2010 war, nämlich bei 96%. Das heißt, wir waren dieses Jahr schon einmal so weit, dass 96% aller im Dow Jones gelisteten Aktien ein P&F-Kaufsignal gezeigt hatten. Sehr viel mehr kann nicht gehen, mehr als 100 geht nicht. Wir sehen auch, wir hatten eine Korrektur hier im März. Es kann hier nochmal nach oben gehen, aber bei 100 ist einfach Ende der Fahnenstange. Danach werden wir eine Korrektur sehen. Wann diese kommt, werden wir abwarten müssen. Gleiches Bild oder zumindest ähnlich hoch mittlerweile für den Nasdaq.
aber noch unter 70%. Das heißt, wir sind noch nicht in diesem überhitzten, überkauften Bereich. Derzeit steht der BPI, der Nasdaq, bei 64,63 Punkten. Im Februar hatten wir nochmal eine sehr starke Aufwärtsbewegung. Es wurde sogar hier diese Base Resistance wurde durchbrochen. Nasdaq, also hier dieser technologielastige Index, hat noch mehr Luft nach oben hin zur Performance. Der Höchststand war die letzten Jahre bei 72 bzw. 76 respektive. Hier könnte noch etwas mehr nach oben gehen. Ich zeige Ihnen den S&P 500 ganz normal einmal im Kerzenchart. Hier im 5-Jahres-Überblick in der Wochenaussicht. Wer das Webinar am letzten Mittwoch von mir mit besucht hatte oder daran teilgenommen hatte, der kennt diese Aufstellung. Zur Orientierung, wir haben hier Wochenchart von 2007 bis aktuell. 2007 war bis jetzt das Allzeithoch bei 1580 Punkten ungefähr. Davor hatten wir hier noch, oder danach hatten wir noch mal ein Hoch bei ca. 1445 Punkten, bevor es dann konstant runterging 2008, 2009, dann die Finanzkrise, Lehman Brothers, und seitdem zeigt der S&P 500 einen stetigen Aufwärtstrendkanal. Den habe ich hier schwarz eingezeichnet. Hier in der Mitte, das ist der Meridian, also das ist die Hälfte dieses Trendkanals. Sie sehen, der wurde hier auch getestet. Und derzeit befinden wir uns genau an dieser Linie, die wird nach oben hin getestet. Orange habe ich Ihnen eingezeichnet, den Aufwärtstrend, der sich seit dem Oktober 2011 herausgebildet hat. Sie sehen, das ist ein sehr steiler Aufwärtstrend, der ist noch intakt, aber wir kommen schon hier an mehrere Widerstände heran, die ich Ihnen gleich auch noch auf Tagesbasis zeigen möchte. Gelb eingezeichnet habe ich hier im Chart diesen Preisbereich, und wenn Sie das einmal vergleichen mit der Stochastik, sind wir hier in dem ebenfalls überkauften Bereich über 80 Punkte. Auch wenn wir hier in diesem überkauften Bereich waren, stieg über einen sehr langen Zeitraum der S&P 500 noch weiter an. Trotzdem war immer die Gefahr da, dass eben es doch nach unten geht. Irgendwann muss sich der Markt wieder erholen. Und das war das, was wir letzten Sommer eben gesehen hatten. Daraufhin hat sich dieser langfristige Trendkanal gebildet. Hier unten war dann Bodenbildung und seitdem ging es nach oben. Derzeit sind wir bei der Stochastik wieder in einem überkauften Bereich. Und die Stochastik hat hier auch mittlerweile nach unten gekreuzt. Das ist als Warnsignal zu sehen, dass wir hier eine Korrektur erwarten können. Es kann sein, ähnlich wie in den Jahren zuvor, nur eine kurze Korrektur, dann weiter nach oben. Es kann aber auch sein, dass es weiter nach unten geht. Schauen wir uns das Ganze auf Tagesbasis an, um ein genaueres Bild zu bekommen. Hier sehen Sie wieder schwarz Trendkanallinie. Hier ist der Meridian. Die orangefarbene starke Aufwärtstrendlinie. Hier das letzte Zwischenhoch bei 1445 Punkten. Das hier war das Allzeithoch bei 1580 Punkten. Wenn Sie sich hier den Kurs anschauen, er testet hier oben zum einen diesen Meridian, also die Hälfte von dem Trendkanal, diese Linie. Zudem testet er im Moment diese Aufwärtstrendlinie. Allerdings
zeigt mir die Kerze von gestern, das heißt vom Donnerstag, dem 29. März, hat hier nach unten hin einen Widerstand, sodass man rein von der Kerzenbildung her mit einer bullischen Markteröffnung heute rechnen kann, heute am Freitag, den 30. März. Nach oben hin ist allerdings das Potenzial begrenzt. Anhand von den Fibonacci-Linien kommen wir im Moment an eine Vorläufigkursziel heran, an die 1418 Punkte. Diese hatten wir die letzten Tage schon erreicht. Das hier war der Montag, Dienstag. Danach wartet hier diese Trendlinie nach oben hin und dann haben wir als nächstes hoch diese 1445 Punkte. All diese Marken müssen erstmal überwunden werden, damit dann der Weg nach oben weiterhin frei ist. Wichtige Marke für den S&P 500 sind definitiv 1500 Punkte und erst dann können wir anvisieren die nächste Fibonacci Extension bei 1550 Punkten. Wenn Sie sich jetzt ansehen, der S&P 500 hat allerdings auf Tagesbasis hier MACD ein Verkaufssignal gebildet. In einem intakten Aufwärtstrend kann es negiert werden, solange wichtige Unterstützungen nicht gerissen wurden. Und wichtige Unterstützung haben wir derzeit einfach hier diese Aufwärtstrendlinie. Diese fällt derzeit zusammen mit der 22-Tages-Linie. Danach wartet die 50er-Tageslinie bei ca. 1360 Punkten. Letztes Tief, was wir Anfang März gesehen hatten, war bei ca. 1340 Punkten. Sollte dieses Tief unterschritten werden, dann werden wir sicherlich eine weitere Abwärtsbewegung finden, dann wieder hinten runter auf die 1300 oder eventuell sogar weiter nach unten. Ich rechne allerdings noch weiterhin mit bullischer Tendenz. Allerdings glaube ich, dass wir Schwierigkeiten haben werden, hier sofort nach oben hin auszubrechen, sodass es dann eher in eine Seitwärtsbewegung geht. Sollte hier der Kurs abprallen, dann wird es definitiv weiter nach unten gehen. Kurz noch einen Überblick auf den Russell 2000. Das ist der Index, in dem die Small Caps von USA gelistet sind. Hier haben wir das Hoch im September gehabt bei ca. 866 Punkten. An diesem Stand kommen wir im Moment wieder ran. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend, ebenfalls sehr steil wie bei dem S&P 500. Auch hier kommen wir erstmal an einen Widerstand ran. Sollten die 866 Punkte überboten werden, dann ist der Weg frei bis über die 900 Punkte hinaus. Wir alle wissen, glatte Zahlen, glatte Hunderter, glatte Tausender sind ziemlich wichtige Marken an der Börse. Sie werden oft nicht gleich im ersten Angriff genommen, sondern oft kommt nochmal eine kleine Korrektur und dann wird es weiter nach oben gehen. MACD zeigt derzeit noch ein intaktes Kaufsignal an. Sollte es hier nach oben hin kreuzen, dann werden wir eine leichte Korrektur sehen können. Dazu müsste aber diese Aufwärtstrendlinie gebrochen werden und dann ist als nächster Widerstand die 22-Tageslinie bei 776 Punkten als Unterstützung zu nennen und darunter dann auch gleich der 50er-Tageslinie bei 770 Punkten ungefähr. Ich rechne für heute mit einer eher bullischen Markteröffnung. Die Positionen, die wir in unserem Börsendienst haben, dürften sich alle weiterhin positiv entwickeln. Für Freitag gebe ich in der Regel selten neue Handelsempfehlungen raus. Ich beobachte unsere aktuellen Positionen, sollte hier Handlungsbedarf sein, zum Stopploss nachziehen oder Gewinnmitnahmen dergleichen, dann werde ich mich bei Ihnen melden. Neue Positionen nehmen wir in der Regel am Freitag nicht auf. Ganz einfach, weil Optionen dann einen zusätzlichen Wertverfall hätten übers Wochenende.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie den Frühling und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören.